Wir sind jetzt im Ikea, weil? Eine Matratze und Kopfkissen. Und vielleicht ein Kopf, ja? Also ich brauche auf jeden Fall eine neue Matratze, zwei neue Kissen und Bezüge, weil die Matratze, die ich momentan da habe, die ist schon, ohne Witz, fast 10 Jahre alt. Was soll ich dazu sagen? Ich soll zu sagen, weil er, ja gut, ich bin ja nicht so ein schmutziger Typ, aber trotzdem. Aber der, willst du sagen ja oder was? Ich weiß nicht. Aber der Mops hat drin geschlafen. Der Mops. Der Mops war oft drin. Gibt es nicht eine Abkürzung, die wir nehmen können? Das ist eine Abkürzung. Kann schon sein. Ist es, aber wohin, ist die Frage. Sehen wir jetzt hinter dieser Tür, wo wir jetzt landen, die Überraschung. Beim Notausgang. Okay, jetzt sind wir irgendwo bei den Schränken. Die Schränke kommen nach den Betten. Schränke kommen nach den Betten? Ja, eigentlich schon. Komm, ich mache einen. Komm, wir machen einen OOT, OOTD. Was? Ein Outfit of the Day. Okay, also die Dana, wo bist du denn? Mal? Sieht man nicht? Ja. Du hast an Schuhe. Schuhe von einer italienischen Marke. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Super, das ist schon eine super Grundvoraussetzung, wenn du nicht weißt, von welcher Marke du deine Klamotten hast. Venturini sind die Schuhe. Die Strumpfhose, Outfit. Kleid, Outfit. Die Strickjacke, Outfit. Die Jacke, C&A. Echt? Die Tasche, Michael Kors. Original, ne? Wow! Ich bin komplett eingekleidet von Dings, Altkleidersammlung. Alles Altkleidersachen. Ja, stimmt, die Betten. Also bei uns ist es nicht. Nee, das ist dann überall so. Diese Ikea sind ja alle gleich aufgebaut. Das ist ja der Trick daran. Tada. Tatsache. Die Dana rollt voll im Ikea durch. Sind die jetzt wieder innen oder? Okay. Das ist gut, weil dann klatscht dir nicht den Kopf mal gegenüber. Wenn wir Bücher lesen. Du Drecksau. Ja, ich brauch. Federkern oder Schaumlach? Oh Gott, das wird jetzt kompliziert. Ich muss mich erstmal hinsetzen auf die schon bereits vollgepupsten Matratzen. Also momentan habe ich so eine ganz billige, dünne, weiß nicht, so vor 10 Jahren, ich glaube, die hat nicht mal 100 Euro oder so gekostet. So, die gibt es noch nicht mal mehr. So eine ganz einfache. Da ist einfach gar nichts drin. So die billigste vom billigsten. Genau, die ich damals gekauft habe, es war einfach so eine zusammengerollte. Wie so, das sind alle zusammengerollte. Ja, aber die kannst du doch gar nicht. Oder? Ich glaube, das war echt so eine ganz einfache hier für 80 Euro. Ja, genau. So eine Schaummatratze. Ich habe ja, das ist wirklich ganz einfach. Na, vielleicht ein Ticken dicker noch. Nein, egal. Ich brauche auf jeden Fall jetzt eine bessere, weil sonst der Rücken Feierabend macht. Für lange. Für immer. Da muss man ja aufpassen, ist ja wichtig. Die sind jetzt alle weiß. Früher hatten die so eine komische Farbe. Meine ist so komisch bläulich. Bei deiner habe ich immer Rückenschmerzen. Sag ich doch. Da habe ich teilweise nachts auch irgendwie jetzt immer noch? Obwohl ich das Lattenrost runtergelegt habe? Ja. Ja, sag ich doch. Die Matratze ist scheiße. Die ist halt sau dünn und noch dazu auch noch alt. Ja, übrigens wollte ich sagen, das mit dem Drauflegen ist wahrscheinlich hier schlimmer als im Puff. Du musst testen. Ich will mich da nicht drauflegen, deswegen. Du musst dich draufsetzen. Ja, ja. Sitzen geht noch. Ach, ja, hier geht ja mal gar nicht. Das ist ja sowas wie ich hab. Ah, das ist aber so Schaumstoff, gell? Das merkt man direkt. Das ist fest. Aber wenn du Federn drin hast, das ist ja auch nicht gut. Das merkt man auch noch, oder? Ja, das meine ich ja. Das war, die Federn merkst du ja nach einer Zeit. Kaputt. Ach, krass, wie die federt. Also die federt ja richtig. Das ist wie ein Trampolin. Das ist ja saukrass. Da kann man sich bestimmt... Aber die ist fest. Kann man schon gut drauf rumbängen. Springen. Bängen. Also Fahrrad bängen würde der wahrscheinlich gut drauf rumbängen. Eben zu deinem Fahrzeug kommen. Ich wiederhole,
der Fahrzeughalter des Fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen. Oh, ich muss los, ganz schnell. Ich habe gerade eben diesen Haufen Basketbälle gesehen, habe direkt gesagt, oh, ich muss einholen. Geht gar nicht ohne. Gruß an Volker. Erstmal ein paar Körbe werfen im Bett. Matratze haben wir schon dann ausgesucht, ging ganz schnell, weil ich mich halt nicht so anstelle, würde ich mal behaupten. Hab jetzt eine bessere geholt. Dana freut sich die ganze Zeit über die ganzen Kindersachen. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass sie hier irgendwas mal so ein kleines Ding rauswirft, so ein süßes. Schnell raus aus der Kinderabteilung, sonst muss ich heute Nacht Babys machen. Ich sehe schon. Oh je, oh je. Ja, du bist auch so süß. Und mache ich bei dir so? Jetzt haben wir quasi fast die Hälfte schon einen Schuhlöffel. Nicht vergessen. Und der erste Korb. Juhu! War ein Korb. Zwei Kerzen darfst du dir aussuchen. Zwei. Das heißt. Noch eine für oben und für unten. Achso, nee, du bist ja keine Duftkerzen, ne? Dann darfst du mal. Wenn man zu viele Duftkerzen zu Hause hat, dann. Ja, dann hast du Puff zu Hause. Also, ich war das nicht. Das stand schon so da. Aber, Alter! Ja, wir sind nicht die einzigen Perversen, die hier rumlaufen. Kissen? Kissen, genau. Kissen. Sollst du auch? Nein, nein. Hä? Zum Schlafen. Deko-Kissen. Ich bin kein Hotel. Ja, das Reinstopfen haben wir jetzt nicht gefilmt. Die Matratze musste natürlich irgendwie in das riesige Auto. Die Frau hat schon extra gesagt, seid ihr mit einem großen Auto? Ja, machen wir schon irgendwie, knicken wir irgendwie dann ins Achtung. Bestimmt, entweder kriege ich die Heckklappe jetzt nicht auf, oder das springt mir gleich entgegen. Wir haben das Original mit Gewalt die Matratze schon ausgepackt und reingestopft, weil die nicht eingerollt war. So sieht das aus. Können wir fast drin schlafen, oder nicht? Nicht?